Nächstes Mal reden wir über psychische Systeme. Und psychische Systeme, das ist die Organisation von Wahrnehmung. Also das Grundmaterial ist immer Wahrnehmung. In diese Organisation von Wahrnehmung wird dann Sinn eingespeist durch Kommunikation, sobald wir von Menschen reden. Das ist ja nicht mehr einfach nur organisierte Wahrnehmung, jetzt ist es sinnförmige Wahrnehmung. Das ist die eine Seite. Das heißt also, wir können die Welt nicht mehr wahrnehmen, ohne sie sozusagen sinngesättigt wahrzunehmen. In dieses System sinnförmiger Wahrnehmung kommt jetzt via Sprache, und das ist ein ganz komplexer Zugang, via Sprache so etwas zustande wie Bewusstsein. Und in das sprachförmige System des Bewusstseins, das also beobachten kann, weil es unterscheiden und bezeichnen kann, also über Zeichen verfügt, schreibt sich dann das System des Selbst ein. Bewusstsein ist für mich zunächst mal ein selbstfreies System, erstmal und zunächst. Es ist dasjenige, das dezidiert mit Sprache arbeitet, aus meiner Perspektive. Es ist also sozusagen ein Innensprechen. Und dann entwickelt sich innerhalb dieses Systems aus bestimmten sozialen Gründen oder Konditionierungen ein weiteres System, das eben dieses Innensprechen noch einmal beobachtet. Und das ist am Ende irgendwann im Laufe der Geschichte das System, das, von dem wir annehmen, dass es das ist, was spricht. Also wenn ich die Frage, wer spricht, dann würden Sie vielleicht auch einfach sagen, ja ich. Und wenn Sie eine Langfristfigur vor Augen haben, selbst ist immer eine Langfristfigur, dann wäre es eben das Selbst, das gesprochen hat. Das System selbst, und jetzt bezogen auf die Psyche, ist das System, das alle Beobachtungen des Systems noch einmal oder mitbeobachtet. Also ist das System, das dafür sorgt, dass Sie sich daran erinnern können, aus welchen Gründen Sie wann was gesagt oder getan haben. Also eine eigene Art von Geschichte. Das Selbst ist ein Beobachten. Das würde schon Sinn machen. Nur das, was man klassisch sagt, Beobachter. Also sozusagen, man hat immer das Gefühl, er ist ein Beobachter. Das Selbst ist ein Beobachter, der nicht ich bin. Genauso ist es. Sie kommen sozusagen von selber schon auf die eigentliche Figur. Also zunächst geht es darum, Sie haben ja vollkommen recht. Es gibt die Operation der Beobachtung. Und die Operation der Beobachtung verdeckt jeden Beobachter. Denn wenn ich den Beobachter beobachte, beobachte ich ja auch. Und wenn der Beobachter sich selbst beobachtet, beobachtet er sich auch. Aber es gibt sozusagen nicht den Beobachter im Spiel. Und eine der Ausgangskonstellationen meiner Arbeit über das Selbst lag erstmal daran, oder darin, dass ich mich gefragt habe, wer ist der Beobachter? Also auch für mich verbotene Frage. Und ich wäre auch nie drauf gekommen, wenn nun man nicht an irgendeiner Textstelle mal ausgeschlossen hätte, dass man es eine Stelle im System gäbe, die das System kontrolliert. Und da habe ich mir gedacht, das weiß ich, ich gucke jetzt mal. Und da fing dann die Arbeit über das Selbst an. Und sicherlich würde ich mit formulieren, das, was ich System selbst nenne, das ist Beobachten, Beobachten, Beobachten. Aber eine bestimmte Art von Verkettung, nämlich die Verkettung von Beobachtungsebene zweiter Ordnung. Das ist eine Beobachtungsebene, bei der es darum geht, Unterscheidungen zu unterscheiden und sich nicht nur einfach in einer Unterscheidung zu bewegen. Also wenn ich zum Beispiel die Unterscheidung Mann-Frau habe, dann kann ich zunächst zur weiteren Informationsverarbeitung einsetzen. Ich beobachte jemanden als Mann, als Frau, Männer muss ich nicht die Tür öffnen, Mann muss ich die Tür und so weiter und so fort. Und Beobachtungsebene zweiter Ordnung ist, wenn ich mich darauf konzentriere, welche Unterscheidung im Spiel ist und wie sie sich von andersmöglichen Unterscheidungen unterscheidet. Also ich war vor einigen Jahren, das ist mein klassisches Beispiel, in Seig bei einer Tagung. Da waren wir 12 Männer, eine Frau. Jedenfalls haben wir uns unterhalten über Emanzipation, weil die Frau beklagte, dass sie alleine da war. Und wir haben dann gesagt, ja, können wir ja jetzt eigentlich nichts führen. Ne? Wir haben ja offen eingeladen, wenn sich niemand mehr meldet. Und dann stürzt plötzlich ein Glas Rotwein um. Wer ist hingegangen? Kann man wissen, ne? Die Frau. Die Frau hat sich darum gekümmert, dass es Flecken gibt. Sie sprang auf, hat aufgemacht, nach Salz gerufen, all solche Geschichten. Während ich da saß, wie immer, das ist nicht mein Problem. Dann wird sich schon jemand darum kümmern. Und gedacht habe ich, ja, typisch Frau. Und mit Beobachter zweiter Ordnung kann ich sehen, warum hast du unterschieden Mann, Frau an dieser Stelle und nicht etwa sozial kompetent, nicht kompetent. Der eine denkt sozusagen an die Folgen von etwas, der andere überhaupt nicht. Und die Idee ist dann, dass es selbst eben Beobachtung des Systems, die das System selbst beobachten, miteinander verkettet. Also eigentlich ist das System selbst das System, das Beobachtung zweiter Ebene miteinander verkettet. Sodass also die Selektivität dessen, was man entschieden hat, sichtbar ist. Das Selbst wüsste dann sozusagen, jetzt klassisch ausgedrückt, warum habe ich mich damals so entschieden? Und was rechne ich zu mir, was rechne ich nicht zu mir? Und das kann es ja nur mit Hilfe von Beobachtung eben in zweiter Ordnung machen. Und das ist eben, ich finde, die intelligenteste Form des Beobachtens, aber auch die schwierigste.
und Menschen sozusagen als responsible beings, als antwortende Einheiten, müssen sozusagen in sich selbst sich von sich selbst unterscheiden können. Und die Idee war dann, genau an diesem Vorgang setzt du etwas an, wie die Ausdifferenzierung eines Selbst. Dann hängt also die Vorstellung, einer zu sein, mit der Notwendigkeit zusammen, ansprechbar zu sein. Es gibt die soziale Notwendigkeit hier bei uns und noch, eine Art von Adresse verfügbar zu halten, die eindeutig ist. Dass da jemand drin wohnt, das ist sozusagen das Bild, das man vor Augen hat, obwohl man doch sicher sagen kann, dass sie nicht durch ihre Augen gucken, da sitzt doch keiner dahinter. Also sozusagen im Sinne von, der steuert das, was sie sehen, und der denkt selbst, man kann sagen, es denkt, wie es regnet. Es denkt, wie es regnet. Wenn wir überlegen, was dieser Satz, es regnet, für eine Absurdität ist. Da wird ein Subjekt hingesetzt, das es regnet. Und wer ist das dann? Also wer macht den Regen? Es regnet. Und da kann man sagen, es denkt oder es fühlt, aber auf genau die gleiche Art und Weise, wie es regnet. Weil ich ein Subjekt brauche an der Stelle. Ich muss irgendwie was sagen können, sonst wird es ja nicht funktionieren. Da geht jetzt jemand zum Therapeuten und sagt, ich leide an Depressionen. Wer leidet? Ja, da sind Sie ja schon wieder mittendrin in bestimmten sozialen Zurechnungsstrategien. Also ich sehe jetzt mal davon ab, dass Depressionen auch Stoffwechselstörungen sind. Also das ist sozusagen. Sondern der Zustand, der einen befällt, der wird zugerechnet auf jemanden, der es hat. Der Zustand selber bin aber ich, wenn man mal so formulieren darf. Es ist nicht so, dass dann ich ist, dass es hat, sondern ich bin in jedem Moment das sozusagen, was sich realisiert, als Autopoiesis, das Bewusstsein, der Psyche oder was auch immer. Und dieses ständige Realisieren, das kann man zurechnen auf jemanden, der das tut. Und die Selbstzurechnung, oder leidet, und die Selbstzurechnung läuft genau darüber. Und dass man sagt, ich habe eine Depression und nicht die Depression auf mich, könnte man auch formulieren. Wie mache ich Sie glauben, jemand Bestimmtes zu sein, ohne dass Sie damit rechnen, dass ich im nächsten Augenblick ein anderer bin? Naja, ich würde immer sagen, das ist eben eine soziale Konvention, die besagt, dass wir keine Mollusken sind. Mollusken sind griechische Fabeltiere, die ihre Gestalt dauernd ändern. Und eine laufende Gestaltänderung wäre Kontingenz. Kontingenz heißt, es kann in jedem Augenblick alles Mögliche geschehen. Das kann psychisch auch der Fall sein, aber sobald Kommunikation im Spiel ist, braucht man ja Verlässlichkeit, relative Klarheit. Es gibt Krisensituationen, Nervenzusammenbrüche, alles Mögliche, aber im Normalfall ist man darauf angewiesen, eine Art von Identität zu verkörpern. Ja. Mit Blick auf meine Familie? Ja, sicher. Bin ich der? Mit Blick auf meine Arbeit bin ich der? Mit Blick auf Freundschaften bin ich ein anderer? Mit Blick auf den Kontakt mit einer Organisation, Banken und so weiter, bin ich ein anderer. Das kann man durchaus so formulieren, müssen und mitsehen, dass also nicht nur Ihr Blick entscheidet, sondern der Blick der anderen mit. Sie sind für die anderen einer. Sie sind für die Wirtschaft, für die Bank oder für Ihre Frau oder für andere Leute immer verschieden. Also in Doppelrichtung funktioniert das. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass man nicht, wenn man so formuliert, immer noch denkt, da ist jemand, der den Blick hat. Ja. Und da ist immer noch eine Identität drin. Deswegen habe ich das Bild von der Zwiebel benutzt. Ne? Wenn man suchen würde, was sind sie jenseits der Rolle, jenseits der Personalisierung, ist da noch etwas? Ich würde davor warnen, Identität philosophisch zu nehmen. Philosophisch würde ja nur heißen, etwas ist identisch, wenn es sich selbst gleich ist. Und da kommen jede Menge Anschlussprobleme ins Spiel, die eher philosophischer oder sprachwissenschaftlicher Art sind. Ich würde eher dafür plädieren zu sagen, es ist interessant zu gucken, unter welchen Bedingungen Kommunikation oder Psyche etwas als identisch behandelt. Also um ein einfaches Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, wie lange wir hier sind, eine Stunde oder so. In der Zeit haben sich bei Ihnen Atome verändert, Moleküle umgestellt, alles Mögliche ist passiert. Und trotzdem behandle ich Sie sozusagen immer noch als denjenigen, der jetzt gekommen ist, als Michael Marie. Und hänge sozusagen Ihre Identität ein in diesen Eingang. Wenn wir uns 20 Jahre später wiedersehen würden, dann wären die Veränderungen ja auffällig. Und dann die ganze Stück älter, ich natürlich auch, und dann muss man sozusagen Identität irgendwie wiederherstellen. Und dann erinnert man sich wechselseitig daran, was damals gewesen ist. Also Identität, das ist aber typisch für diese Theorie,
behandle ich nicht als ein Sein, das ich beobachten könnte, das würde ich ausschließen, sondern immer als die Strategie sinnförmiger Beobachter, die gezwungen sind, etwas für identisch zu halten, damit sie anderes sehen können. Man muss sozusagen etwas festhalten, dass diese Tasse eine Tasse ist. Und dass sie darin sozusagen ihre Identität hat. Dass man sie auch anders beobachten könnte als Zen-Buddhist. Das spielt da keine Rolle. Das wäre ja auch unpraktisch, wenn wir nur mystisch jetzt reden würden. Also Identität wirklich nicht als ein Begriff, der in irgendeinem Sinn ontologisch ist. Immer in dieser Theorie. Das Einfachste ist, man stellt sich eine Zwiebel vor, ne? Wenn es um Identität geht. Dann haben Sie die Zwiebel, jetzt machen Sie die auf. Und am Schluss bleibt nichts. Und eine Schale nach der anderen, es gibt nicht Nichtschale. Also sozusagen, es gibt immer nur die Schalen und nicht sozusagen eine kernhafte oder nukleonhafte Identität. Dennoch scheint ja die Vorstellung einer zu sein, unverzichtbar zu sein. Ich denke, das ist jedenfalls so, lange so, als bestimmte Systeme, diese von diesen Funktionssystemen, ja diese Identität voraussetzen. Also wenn Sie einen Mord begehen, dann muss das Rechtssystem davon ausgehen, dass Sie das getan haben und kann dann nicht Teile von Ihnen bestrafen. Also dass wir das Mörder gehen, extra rausnehmen oder sonst irgendeine Art und Weise. Und auch natürlich die Wirtschaft ist darauf angewiesen, dass jemand einen Kredit genommen hat, auch wirklich derjenige ist, der ihn genommen hat. In der Liebe ist es nicht viel anders. Also überall sozusagen wird immer wieder zugerechnet auf Einheit. Aber die Probleme treten eben genau deswegen auf, weil diese Einheit nicht wirklich zu haben ist. Ich formuliere das manchmal als Dämonie. Also die Psyche ist in der Moderne dämonisch geworden. Die ist auch für Organisationen kaum noch berechenbar. Also das Herstellen von Ordnung ist plötzlich das Problem. Also die, denken wir an die Krise, die gegenwärtig so heraufbeschworen wird. Man weiß nicht, wer davon betroffen wird. Wenn sich jemand meldet und sagt, ich bin davon betroffen, dann ist er nicht sozusagen ein Ganzer, der betroffen ist, sondern jemand, der finanziell betroffen ist oder auf irgendeine andere Art und Weise. Bricht ja nicht jede Liebesbeziehung zusammen, bloß weil eine Krise herrscht. Auch für sich selber hat man doch die große Notwendigkeit, sich als einer zu begreifen, und zwar auch durch alle wechselnden Ereignisse hindurch. Aber nur hier. In Japan nicht, in China auch nicht. Und da gibt es dieses Konzept nicht, dieses Durchhaltens. Ich habe darüber mal einen Text geschrieben, der ist in dem Buch Die Umschrift über Japan. Und da ging es mir wesentlich darum zu zeigen, dass die japanische Kultur die Änderung, die sie eben ausgeschlossen haben, zulässt. Jemand ist jetzt der Vater im Haus oder wie auch immer, dann geht er in die Firma und ist ein ganz anderer. Und wir hätten Probleme damit, wenn er sich dort anders verhält als in der Familie. Also in der Familie ist er nett und freundlich und dort ist er böse oder umgekehrt. Das würden wir denn als einen Bruch auffassen. Ich hatte ja vor kurzem eine Narkose. Rückenoperation, Narkose. Ich habe mir hinter die Frage gestellt, als ich wieder aufgewacht bin, eigentlich gab es mich nicht in der ganzen Zeit. Ja, das würde ich genauso sehen. Das würde ich genauso sehen und ist sogar ein wichtiger Theoriegesichtspunkt. Also viele Leute stellen sich Systeme vor als Einheiten, die sich so immer einen unmittelbaren Anschluss haben. Also das Selbst ist das Selbst, das Selbst ist das Selbst. Oder auch Sozialsysteme wäre ganz ähnlich. Immer sozusagen direkter Anschluss. Und ich würde sagen, für Sinnsysteme gibt es die Frage des direkten Anschlusses nicht. Sondern sozusagen das, was dazwischen fällt, was nicht ist, das geht dann sozusagen irgendwo weiter. Nur ein Beobachter kann sehen, dass eine Lücke dazwischen war. Und er selbst war nirgendwo zu der Zeit. Es ist sonst auch nirgendwo. Aber da jedenfalls, in der Zeit wäre es nicht beobachtbar gewesen, weder für Sie noch für irgendjemand anderen. Aber Sie machen ja unmittelbar fort. Sie setzen ja unmittelbar fort. Und nur wenn Sie Gedächtnisverlust hätten, dann müssten Sie plötzlich fragen, wer bin ich? Aber wenn ich Sie fragen würde, wer sind Sie? Müssen Sie konstruieren. Denn all das, was Sie sagen können, sind nicht Sie. Denn Äußerungen im Medium der Sprache, also in einem fremden Medium, und keiner kann in Ihren Kopf rein. Sie werden niemals jemandem sagen können, wer Sie selbst sind. Außer eben sagen. Aber dann ist das Selbst schon weg. Ne? Spricht die Seele, ach, spricht schon die Seele nicht mehr, heißt es bei Schiller. Identität wird befristet festgelegt durch das Hinbeobachten. Jetzt tut man etwas, sagt man etwas und dann spricht man davon, ich habe es getan. Ja, ich denke, das Problem ist einfach, wir reden jetzt darüber umfänglich, einfach aufgrund dieser Situation, die wir jetzt machen. Und die meisten Menschen haben ja nicht so viel Zeit, ne, solche Probleme zu wälzen. Ne. Sie müssen raus, sie müssen mit jemandem telefonieren und dies oder jenes tun. Und sind sozusagen vollkommen drin in diesem, jetzt tue ich so ein bisschen ganz mehr, es ist. Ne. Also sozusagen, als ich ein Wort wäre oder es weltet oder irgendwelche Formulierungen, die man finden könnte, aber sie stecken so darin, dass es alles klar ist. Man braucht nicht darüber nachzudenken. Erst in Problemfällen, also wenn etwas nicht funktioniert, wenn die Zurechnung nicht funktioniert, dann ist man gezwungen, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder Literatur zu lesen oder was auch immer.
Und dann tauchen die ganzen Probleme auf, über die wir jetzt reden. Wie soll ein wissenschaftlich gesonnener Beobachter sinnvoll über ein Selbst, über ein Ich oder sonst was sprechen? Das ist ja sozusagen die Frage. Ich bin ja ein soziologischer Beobachter. Das ist auch schon wieder eine Positionskennzeichnung. Ne? Natürlich bin ich kein Soziologe, kein Atom von mir ist Soziologe. Sondern ich schreibe mir zu, nach den geltenden rechtlichen Bedingungen mich als Soziologe bezeichnen zu können. Ne? Und nicht irgendwie in mir, das bin ich. Ich bin auch kein Mann. Ne? Also nicht im Sinne von ein Atom von mir wäre das. Ne? Also das sind entsprechende Zuschreibungen, die ein bestimmtes Verhalten erfordern. Das Selbst entsteht jetzt danach, nach der immer nachträglich. Beobachtung. Immer nachträglich. Wobei ich das Selbst, das ist ein bisschen kompakt, aber es ist eine Zeitfigur, die ich hier jetzt benutzt habe, ja, die besagt, dass alle Sinnsysteme, und ich muss sagen, ich spreche im Moment nicht mehr von der reinen Systemtheorie, sondern ich habe mir neue Namen ausgedacht, nämlich die allgemeine Theorie der Sinnsysteme, weil ich über psychische und soziale Systeme arbeite, da brauche ich eben den übergreifenden Begriff, dass also Sinnsysteme eine eigentümliche Art von Zeit haben. Und diese Zeitlichkeit ist genau gekennzeichnet durch Nachträglichkeit. Also nichts hat an seiner Zeitstelle eine Identität. Es könnte sie nicht einmal beobachten, dann müsste es an deiner Zeitstelle 2 sein. Also wenn ich mich an meiner Zeitstelle beobachte, dann braucht jemand, der mich beobachtet und der beobachtet. Und das ist ein altes Problem des Idealismus, das ist paradox. Sondern das, was als Identität eines Ereignisses zustande kommt, geschieht immer im Nachhinein. Immer mit der nächsten Operation wird festgelegt, was eben passiert ist. Wenn die jetzt zum Beispiel plötzlich lachen würden sagen, ich komme von Vorsicht Kamera oder sowas, ne, dann würde sich alles ändern. Dann wäre alles, was wir gesagt haben, sähe in einem anderen Licht aus. Ich als naiv, der das vielleicht zur Kenntnis nimmt oder wie auch immer. Also das ist schon diese Nachtragszeit. Und die würde sicherlich auch gelten für das Bewusstsein, also auch für das, was ich selbst genannt habe. Dass das sozusagen, was es als Selbst behandelt, dasjenige ist, was wir das Selbst nennen. Also nicht das Selbst als Kern, das irgendwo da drin ist, sondern es fallen Operationen an, in denen man sich im Unterschied zu etwas anderem bezeichnet. Und im nächsten Moment wieder anders. Man muss ja nicht dauernd selbst denken, nur ich. Und denkt einfach so, handelt einfach ohne Grenzfälle, denke ich, war ich das jetzt, ne? Aber es sind so Grenzfälle, über die man lange nachdenken kann. Eine der Notwendigkeiten von Kommunikation ist, sich hinein zu vereinfachen, damit wir sie wahrnehmen können, in Mitteilungshandelte. Also es wird immer Mitteilungshandel konstruiert. Gleichgültig, ob jemand was gesagt hat oder nicht, auch nichts sagen kann als Mitteilung gedeutet werden. Und an dieser Stelle setzt sozusagen die allmähliche Entstehung einer sozialen Adresse ein. Man muss sozusagen als Mitteilende überhaupt in Frage kommen. Und einer der Punkte, die so typisch sind, man muss einen Namen haben. Man muss sozusagen identifizierbar sein als an jemand, der hier hingehört. Und nicht als ein Ungeheuer oder sonst irgendwas in der Art und Weise. Aber im Prinzip erstmal geht es um die Ansprechbarkeit, die ja sozusagen eine Einheit voraussetzt. Das ist bei mir immer sozusagen die evolutionäre Errungenschaft des Namens. Wenn jemand einen Namen hat, dann ist er ansprechbar. Aber das wäre ja erstmal nur, dass man so gewissermaßen einen Namen eingehakt ist. Aber die selbst sind, wenn sie sich überprüfen, mit Sicherheit gegenüber ihren Lebenspartnerinnen oder gegenüber ihren Freunden, gegenüber alten Schulfreunden, in der Bank oder wo auch immer, jedes Mal ein anderes. Das Einzige, was bleibt, ist der Name. Und das Erstaunliche ist, man verhält sich sogar verschieden. Also ein Katholik kann ohne Mühe gleichzeitig Rüstungsfabrikant sein. Muss damit kein Problem haben? Nein, in der Moderne nicht. Denn das Problem hätte er dann, wenn er eine eindeutige Identität voraussetzen würde. Ich bin nicht ich. Oder ich ist ein anderer, hat Rimbaud gesagt, also im vorletzten Jahrhundert. Und wenn wir diese Identität ausdrücken wollen oder mitteilen wollen, dann erzählen wir ihm Geschichten. Dieses Selbst ist aber nicht die Identität. Denn dieses Erzählen von Geschichten ist ja nicht alles, was in ihrem Kopf geschieht. Es geschieht unendlich viel mehr. In jedem Moment hat man Erleben, Wahrnehmung, die sozusagen fallweise mitunter vom Selbst aufgegriffen werden. Dessen Material ist also dann, das System selbst, ist dann nicht mehr nur Wahrnehmung, ist nicht nur mehr Bewusstsein, das muss eine andere Art von Operativität haben. Und meine Idee war, dass wenn das Selbst im Bewusstsein ausdifferenziert und wenn es auf Sprache operiert, wie das Bewusstsein, dann ist die Sonderform dessen, wie das Selbst mit sich selbst Kontakt aufnimmt, die Narration, also die Erzählung. Die Grundoperation des Selbst ist Erzählen. Und man kann das sehr leicht sehen in der Moderne, wenn ich Sie fragen würde, wer sind Sie denn? Dann könnte ich den Namen nennen, das wäre nicht sehr informativ. Aber fast immer erzählt man etwas über sich. Also, wenn Sie abends mit jemandem zusammensitzen und können über sich erzählen, dann macht das Freude. Das Zuhören der Geschichte des anderen, das ist schon eher problematisch. Ne? Der erzählt ja, das wird auch eine Geschichte, die ja nicht so sehr interessiert. Aber man tut so, als ob man sich dafür interessiert, weil man dadurch die Gelegenheit gibt, selbst eine Geschichte erzählen zu können. Über sich selbst.
Es ist eine eigentümliche Art von Befriedigung, die man da hat. Es ist natürlich eine Inszenierung. Also wie will man gesehen werden? Also was soll als das Besondere auftauchen? Wenn man über ein Selbst spricht, spricht man ja nicht über den Moment, sondern eher um etwas, was sich in der Zeit langfristig durchhält, und dann rede ich vom System. Einer der Anlässe, das Selbst als System zu behandeln. Also weil es sowieso schon klassisch als Langfristfigur aufgefasst wird. Und dass ich als punktuelle Figur, als Momentanität, also auch in verschiedenen Kulturen ist das so ähnlich, und das Selbst wäre das Integrale über die verschiedenen Figuren. Und da könnte man sagen, zunächst mal funktioniert die einfach so, dass sie von klein auf daran gewöhnt sind, als ein Ansprechpartner da zu sein. Ne? Dass, also, die Leute sich wechselseitig ansprechen, mit Namen nennen, ne? Und dann ja auch darauf hinarbeiten, dass sie irgendwann bemerken, dass sie nicht irgendwie ein verteiltes Etwas in der Welt sind, sondern eine Art von Identität oder Ich haben, das auch verantwortlich für etwas gemacht werden kann. Du hast von der Marmelade gemascht. Ne? Der kann doch nicht sagen, ein Teil von mir war das. Ne? Der andere wollte es gar nicht. Es geht nur sehr schwer. Dieses Innen-Außen ist schon da. Sobald ein Baby geboren wird und konfrontiert wird, immer wieder konfrontiert wird, mit Kommunikation, die diesen Unterschied macht zwischen ihm dort und irgendetwas anderem. Und je nachdem, wie intensiv das gemacht wird, je nachdem wird es ein stärkeres Selbst, weniger stärkeres Selbst oder wie auch immer entwickeln. Das Kind wird mit Kommunikation überzogen. Eine meiner Thesen aus dem früheren Buch war ja immer, ein Baby ist eine institutionalisierte Dauerkrise, die also laufend dafür sorgt, dass man mit ihm umgehen muss. Und dieses Umgehen, das ist gekennzeichnet durch ein darauf Einreden, lange bevor das Kind einzelne Silben unterscheiden kann. Das wird erst so nach und nach gemacht. Also das Kind lernt ja nicht das Wort Mama, sondern es sagt dann irgendwie und alles freut sich. Und wiederholt das. Und dann durch diese Wiederholung und immer wieder und immer wieder kommen dann bestimmte Muster, Innovationen in Gang, von denen ich eben dann behaupten würde, dass sie, ja, wie soll ich das ausdrücken, ein Innensprechen ermöglichen. Also sozusagen in dem Augenblick, wo man sich in sich selbst von anderen unterscheiden kann. In dem Moment wäre man sozusagen ein echter Ansprechpartner für Kommunikation. Dieses in sich selbst von sich selbst ist schon sozial konditioniert. Ist nicht irgendwas Eigenes, was mit auf die Welt gekommen ist. Kein Baby hätte von sich aus ein Ich oder eine Art von Identität, das ist logisch. Und dann wird es irgendwie angeliefert. Aber über soziale Prozesse und nie anders. Wenn ein Baby irgendwo im Wald liegt, stirbt es. Oder wird Mowgli, wird von Wölfen hoch aufgezogen oder sonst irgendwas in der Art und Weise. Aber selbst im Dschungelbuch reden die Tiere. Man kann sich nicht vorstellen, dass nicht redende Tiere Mowgli aufgezogen hätten. Sobald sie anfangen zu reden, bleibt ihnen da keine andere Wahl, als das irgendwohin festzumachen. Und dann sagen sie ich. Das wird von klein auf sozusagen angesonnen. Du bist dann du, ich bin ich. Das erlernt man dann und irgendwann in der Sprache der Wissenschaft reifiziert man das. Das heißt also, verdinglicht man. Das Ich ist wieder eine Entität. Das ist so klar, dass ich bin. Man entdeckt das Selbst ja nicht irgendwann in der Vergangenheit der Menschengeschichte, sondern man kann Zeitpunkte oder Epochen benennen, wo das anfängt damit, dass es selbst problematisch wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, die Legenden des Mittelalters, sehr schematische Geschichten über Heilige, werden jetzt ersetzt durch Nachrichten über Individuen, also durch Romane. Oder durch das, was Kaufleute in ihre Bücher eintragen, nämlich dass der Sohn geboren ist und wie die Geburt war und ähnliche Dinge mehr. Das sind so Vorläufer von Ego-Dokumenten. Und dann der Druck kommt durch die Umstellung der Gesellschaftsordnung. Sie müssen sich vorstellen, die Gesellschaftsordnung, auf die wir reagieren jetzt als Moderne, das war die Stratifikation, also die geschichtete Ordnung des Mittelalters. Hierarchien mit Schichten. Und man gehörte den jeweiligen Schichten an als jemand, der hineingeboren war. Wechsel zwischen den Schichten war nicht vorgesehen und die Schicht jeweils regelte, was man sein konnte. Da war kein Platz für Individualität, sondern es war vorgeschrieben, gewissermaßen sozial formatiert, wie man sein kann, was ist eine Witwe, alter Sohn, so, was ist ein Bäcker, was ist dies, was ist jenes. Das war festgelegt, wer ist ein Leprakranker, fällt aus der Schicht raus, man muss dann schon in Rasseln durch die Gegend gehen, wer ist König, wer ist Kaiser, wer ist Papst. Das alles war festgelegt, typifiziert könnte man das nennen. Und diese Ordnung bricht zusammen zugunsten einer anderen Ordnung, die das, was sozusagen in den Schichten reguliert wurde, die Lebensführung, die diese Regulierung der Lebensführung plötzlich an Funktionssysteme delegiert. Nach und nach entstehen so Systeme wie Recht, wie Kunst, wie Wissenschaft, wie Wirtschaft, wie Politik, Erziehung und so weiter und so fort. Die Systeme sind jetzt autonom
die stellen immer nur selbst her, was sie herstellen. Also die Wirtschaft wirtschaftet nur noch, das Recht rechtet nur noch, die Politik politikt nur noch oder so. Und das Individuum ist nicht mehr beheimatet in Schichten, sondern ist Umwelt, und zwar hochgradig störbare Umwelt von dieser funktionalen Differenzierung überlassen ist. Wir sind da nicht mehr einer, sondern wir sind Fragmente. Die Romantik hat darauf reagiert. Sie hatte sozusagen die Idee, dass wir nicht mehr vollständig sind, sondern fragmentarisch. Also sie sind jetzt hier und sind jemand in dieser Interaktion. Dann gehen sie zu ihrer Frau oder wohin auch immer und sind ein anderer. Also sie sind sozusagen das, was man multiple Persönlichkeiten nennt, immer schon. Es gibt ja dieses Krankheitsbild, die multiple Persönlichkeit. Und meine These ist, das ist nur die Zuspitzung dessen, was mittlerweile normal ist. Niemand ist mehr einer. Aber ich würde schon sagen, es gibt sozusagen eine lange Vorgeschichte, die sozusagen nach dem Mittelalter beginnt, das also sozusagen keinen Bedarf dafür hatte. Und ich habe kürzlich auch einige Fälle mir angesehen, wo sich das ändert. Da gibt es die sogenannte Hegung des Gerichtes. Also zunächst mal ganz einfach, Gericht wird gehalten im Mittelalter. Und jetzt geht es darum, woran erkennt man den Richter, der nämlich als Bürger der Stadt auch noch eine andere Funktion hat. Was weiß ich, Schlachtermeister oder was immer das im Einzelnen war. Und jetzt plötzlich tritt das Problem auf, dass er hier die Identität hat und dann andere. Andere Befugnisse, andere Möglichkeiten mit der Welt umzugehen. Und deswegen wird die Hegung des Gerichtes ausgestattet mit jeder Menge von Signalen, mit Stöcken, mit Klopfen von Stöcken, mit bestimmten Handbewegungen, die jetzt zeigen, dies ist jetzt Gericht und der ist jetzt Richter. Und dann gehen die sozusagen raus, die Leute, und dann geht er auch raus aus dem Haus und ist jemand anderer. Da fängt das an. Und das ist plötzlich sowas wie die Frage möglich wird, ja, wer ist denn jetzt wer? Ist er der Richter oder ist er das oder ist er noch jemand ganz anderer? Und deswegen war einer der Kernsätze Luhmann eigentlich, Individualität entsteht aus Abweichung. Also sobald Abweichungen möglich und sozial akzeptiert werden, sobald kann Individualität wichtig werden. Sie wird ja nicht seit Ewigkeiten wichtig, das Mittelalter hat einen ganz anderen Begriff. Für das Mittelalter war ein Individuum das Einzelexemplar einer Gattung. Und Einzelexemplar hieß, es war Individuum, weil es genauso war wie alle anderen. Herde Antilopen. Ne? Und jede Antilope ist ein Individuum. Und diese Vorstellung ändert sich im Übergang zur Neuzeit vollständig. Jetzt wird Individualität, wenn Sie so wollen, zur Verpflichtung. Man muss am laufenden Bande vorführen, dass man Individuum ist. Und macht es erstaunlicherweise auch mit Mode, die da eine nicht individualisierende Strategie beizulassen ist. Also, aber trotzdem steht man natürlich unter Druck, laufend zu sagen, nicht nur meine DNA ist einzigartig, ich selbst bin es auch. Und diese Einzigartigkeit, wenn Sie die mitteilen wollen, was bleibt anders als die Erzählung? Die Adresse des Menschen in der Moderne, polykontextual, so lauten Formulierungen dazu, ist nicht mehr auf Einheit zu trimmen. Ne? So wenig wie irgendein Ereignis noch das Ereignis ist. Also man denkt natürlich, wir können jetzt sagen, das war das Ereignis. Aber ob etwas ein Ereignis ist oder ob es viele Ereignisse für verschiedene Beobachter ist, das wäre erst die Frage. Und ich denke, ich habe mal vorgeschlagen, einen Dackel zu verbrennen. Ich glaube, am Marktplatz in Bonn oder wo auch immer. Und mir dann nur vorgestellt, sozusagen, was dann passieren würde. Ist das jetzt ein Ereignis, eine Dackelverbrennung? Oder ist das für die Wirtschaft ein anderes als für die Kunst, für die es ein Happening ist? Ne? Das Recht muss prüfen, darf man das nicht? Also für jeden was anderes. Und der Einzige, für den es vielleicht wirklich ein Ereignis war, ist der Dackel. Aber der kann ich mir davon erzählen, weil er in Rauch aufgegangen ist. Also wir haben nicht mehr dieses Bild eines durchgehenden Charakters. Könnte man sagen, wir leben in einer charakterlosen Gesellschaft? Ja, aber das wäre natürlich eine polemische Formulierung. Aber was man wohl sagen kann, ist, dass die Referenz auf Charakter selten wird. Und dass man immer weniger darüber spricht, dass jemand einen festen Charakter hat. Das kommt auch in Fernsehfilmen vor, die älter sind oder was auch immer, aber im Alltag schwierig. Was wäre Charakter früher gewesen? Vor allem das Durchhalten von bestimmten Zügen. Also man konnte auch von jemandem sagen, er hat einen schlechten Charakter, das war immer ein Charakter. Also etwas wird durchgehalten und das ist sicherlich im Blick auf Identität oder Berechenbarkeit ein gutes Konzept gewesen. Nur dieses Konzept funktioniert nicht mehr in einer Zeit, in der das Durchhalten ja gar nicht mehr gewünscht wird. Sondern an die Stelle tritt ja sozusagen die Idee der Plastizität, der Veränderung, des etwas anderes anfangen können, umdeuten können. All das ist ja viel, viel stärker verbreitet als diese Idee eines Charakters. Wenn ich denn sage, ich bin viele, dann weiß ich ja eigentlich in diesem Augenblick nicht, wer ich im nächsten Augenblick oder im nächsten Jahr sein werde. Richtig. Ich begegne also
einer Person, die mir jetzt völlig fremd ist, fremd sein kann. Wo kommt die her? Das ist zunächst mal Kontakt mit anderen Menschen. Und dieser Kontakt kann dazu führen, dass sie in 2 Jahren ein gesamtes Leben umschreiben, gewissermaßen, oder umerzählen. Ich habe viele Jahre mit Behinderten gearbeitet und die Art von professoraler Selbstsicherheit, die ich heute habe, ne, die hatte ich damals nicht. Ne. Die hatte ich auch nicht in Liebesbeziehungen, sonst irgendwo. Jetzt bin ich seit 91 Professor und habe mein Verhalten in vielen Hinsichten völlig umgestellt. Also die Art von Freiheit, die ich genieße, wenn ich eben einem Fremdführer irgendwas sage. Und das machen Professoren halt eben. Ne. Die Zerstreutheit, die man mir zurechnen kann. Ne. Und ich darf mehr, auch selbst Polizisten, die mich sehen, dass ich irgendwie was falsch mache, die sehen dann in meinem Personalausweis oder Führerschein Professor und ist gut. Und tatsächlich, ne? Ja, okay. Der hat wahrscheinlich gerade gedacht oder irgendetwas. Ne? Aber ich muss mich auch damit abfinden, dass ich solche nicht sagen darf. Also wenn ich bei Podiumsdiskussionen bin, wie diese Woche an der Fachhochschule hier in Soest, dann erwartet man von mir, dass ich spreche, egal zu welchem Problem. Und wenn ich schweige, weil ich marode bin, also keine Lust habe oder depressiv bin oder was auch immer, dann wird mir das als Äußerung zugerechnet. Herr Fuchs, gefällt Sie nicht? Stimmen Sie dem nicht zu? Da muss ich mir wieder was einfallen lassen. Also eine völlig andere Art von Selbstkonstruktion. Ich laufe eigentlich auch nicht Gefahr, obwohl ich sagen kann, ich bin viele, beliebige zu sein. Also ich laufe jedenfalls nicht Gefahr, wenn einer von diesen vielen nicht plötzlich Mord begeht oder sowas. Ne? Aber im Normalfall finde ich, ist das eine hohe Lockerkeit, ne? Also die dieser Gedanke auch ermöglicht. Es ist nicht nur dieses Festgelegtsein, dieses Essen, ich soll derjenige sein, sondern ich kann mich jederzeit dagegen absetzen. Und mich als ein anderer erweisen. Das ganze Problem der Nicht-Identität ist ein intellektuelles Problem seit mehr als 150 Jahren, noch länger, seit Nietzsche spätestens. Wo es darum geht, nicht mal ein Individuum zu sein, Nietzsche, sondern ein Dividuum, ein geteiltes. Und so formuliert Nietzsche. Und das ist einige Zeit her. Und seitdem kam Freud und viele andere Dinge mehr, die eindeutig zeigen, wir sind nicht diejenigen, die wir denken, dass wir sind. Da ist kein Sein. Es ist ein laufender Prozess oder wie ich immer sagen würde, eine Autopoiesis, die keine Haltepunkte kennt. Und in die aber Sinn einschreibbar ist, den man behandeln kann als ein dauerhafter Sinn. Wenn ich so sage, etwas will ich nie tun, habe ich vorher gemacht, bei mir würde ich beraten. Dann kann jeder wissen, das weiß ich, kommt auf die Summe an. Oder sowas in der Art und Weise. Aber dann sind das Selbstbeschreibungen, die dann sozial auf bestimmte Art und Weise funktionieren. Deswegen gibt es ja auch den Unterschied zwischen Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung. Selbstbeschreibung sozusagen als das Offizielle, das Dokument, den Text, den man über sich selber sozusagen hat. Und der ist referierbar. Ich bin einer der. Und dann die Selbstbeobachtung, die ja laufend mitgeführt wird und die dann schon mitkriegt, dass man auch anders ist. Ne? Lange nicht derselbe. Und dass man in der Kneipe beim Bier anders redet als irgendwo anders und dass man auch sehr grob sein kann, dass die Zote einem nicht fremd ist oder so, wenn man doch nicht als Professor Zoten, das geht gar nicht. Ja, sicher geht das. Natürlich geht das alles. Aber sozusagen in einem Körper, das ist so der einzige Anhaltspunkt für Identität, ne? Dass man sagen kann, okay, der erzählt das jetzt so, das ist der eben mit dem zu tun hat, der da sitzt, wo immer das dann sein mag. Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich das selbst so begreife, wie Sie es beschreiben? Erkenntnisgewinn. Also eigentlich wissenschaftlich gesehen geht es ja darum, ne? Also welche Art von Erkenntnis kann ich über die Welt produzieren. Ob man praktisch was davon hat, ist eine ganz andere Frage. Was man gewinnen kann, jetzt jenseits dieser Kapitel, ist einfach Lockerkeit, Kontingenzbewusstsein, Denken in Alternativen. Auch ein lockerer Umgang mit sich selbst. Ja, aber sicher. Eine hohe Art von Kontingenzbewusstsein. So würde ich das mit Luhmann immer nennen. Ich würde das für modern halten. Dass man sich nicht festlegt auf Sein, das halte ich immer für fundamentalistisch, sondern immer ein Set von Alternativen produziert. Ne? Also ich habe mal Sätze von Heinz von Förster leicht umformuliert im Blick auf Beratung und auf solche Konzepte. Und da habe ich so 2 ethische Imperative entwickelt. Der eine heißt, Handel steht so, dass die Alternativität deiner Klientel steigt. Mehr Möglichkeiten nach dem Kontakt mit ihnen als vorher. Möglichkeiten. Handel steht so, dass die Alternativität deiner Klienten steigt. Also die Alter? Alternativität deiner Klienten, dass sie mehr Möglichkeiten haben als weniger Möglichkeiten. Darunter habe ich einen 2. Satz gesetzt, lege deinen Klienten nie auf eine Alternative fest. Und damit ist schon diese Lockerkeit ausgedrückt. Und dass man wissen kann, wer mit Klienten arbeitet, entweder ich behandle sie wie defekte Leute, die eine kausal attribuierbare Schwierigkeit haben,
Oder ich sehe sie an als Leute, die unter bestimmten Problemen drin stehen. Und jetzt ist es meine Aufgabe, Alternativen einfach in den Raum zu stellen, Alternativität möglich zu machen, dies und jenes und dies. Der Punkt, wo ich es mir nutzbar machen könnte, wäre, wo ich ein Problem habe mit mir und entdecke, dass ich auch ein anderer bin oder sein kann. Zum Beispiel, ja. In aller Lockerkeit aber. Ne? Sondern ich ist ein anderer, ist ein uralter poetischer Satz, den ich großartig finde von Rimbaud, aber andere haben ihn auch schon gebraucht. Und ich denke, das kann man in der Moderne tun. Und es gibt viele, die von der multiplexen Persönlichkeit der Moderne überzeugt sind, nicht nur Systemtheoretiker. Wenn Sie sowas sagen, kriegen Sie dann den Vorwurf, das driftet ja an die Beliebigkeit ab? Gibt es dann noch Verantwortung? Oder? Ja, das sind Vorwürfe, die ja typisch aus Anwendungskreisen kommen. Ne? Pädagogen oder hauptsächlich auch Pädagogen, die ja sagen, das ist ja denn beliebig. Aber die Aufgabe der Wissenschaft ist es nicht zu sagen, wie man die Welt behandeln soll. Das würde ich jedenfalls nie verstehen, das war sie nicht. Ne? Wissenschaft ist auch nicht Technik. Ich habe nicht die Unterscheidung von heil und kaputt oder irgendwas in der Art und Weise. Und wenn Sie mich als Menschen fragen, würde ich sowieso immer sagen, die Welt ist unheilbar. Ne? Also sie ist, wie sie ist, sollte das im Grunde heißen. Und ich mache mir kein Bild von der Welt, wo die Welt besser aussieht, als sie tatsächlich, als die tatsächliche Welt. Ein Argument von Luhmann auch, ne? Der immer gesagt hat, Ideologien setzen voraus, dass man sich eine Welt vorstellt, die es nicht gibt. Und dann die es gibt, als defizitär beobachtet, anhand einer Idee. Und Alternativität heißt ja auch, bestimmte Dinge nicht tot ernst nehmen. Also sozusagen die Leute werden schon durch ihre Sozialisation mittlerweile aufgetrimmt, dass es wichtig ist, eine Identität zu sein. Sichtbar machen zu können, dass man sozusagen keine Identität in diesem Sinne ist. Dass also viele Alternativen existieren und dann immer dazu sagen, ob die existieren, wir nicht wissen wir nicht, aber wir können die so beobachten. Das ist diese Lockerkeit.